Herzlich willkommen wieder beim Hypnotalk auf der Jahrestagung der Milton Erickson Gesellschaft in Kassel 2023. Hypnotalk, ein Format von Karl Auer und der MEG gemeinsam. Und mein Gast jetzt ist Uwe Loder. Hallo. Hallo. Hallo Uwe, ich freue mich, dass du da bist. Und du repräsentierst für mich auch gleichzeitig noch die Martina Baumann, weil ihr beide ein wunderbares Buch verfasst habt, das jetzt lieferbar ist, Body Songs. Was sich dahinter verbirgt, werden wir noch drüber sprechen. Aber in unserem Vorgespräch hier hast du irgendwie von Rampenlicht gesprochen, endlich wieder nach 3 Jahren Entzug als Musiker. Mhm. Featuring Uwe Loder jetzt hier live auf der MEG-Tagung. Wie fühlt sich das an? Für einen Therapeuten, für einen Mensch wie du und für einen Musiker. Es ist unglaublich schön, also wieder natürlich hier mit den Menschen zusammen zu sein eben. Und es war ja mehr als Entzug gewesen gerade als Musiker, als Künstler. Wir hatten kaum Möglichkeiten gehabt, auf die Bühne zu kommen. Wir hatten nahezu Singverbot, auch dann in den verschiedensten Kontexten. Dann war ja sozusagen als die mit große Gefahr immer überall postuliert und so weiter, zum Teil auch ein bisschen undifferenziert, aber trotzdem, es war eben so, wie es war. Wir hatten das zu respektieren und von daher ist es ein Gefühl von, oh, wieder zurückzukommen, in die Heimat zurückzukommen, einfach diesen wunderbaren Urstoff, mit dem wir ja arbeiten dürfen, der uns Freude macht, mit dieser Freude, die wir dann eben auch dann in die Arbeitskontexte reintragen, in die unterschiedliche, dass das jetzt wieder in die Lebendigkeit kommt und das jetzt auch hier auf der Tagung mit einbringen zu können. Also es ist tiefe, tiefe, große Freude. Heute Nachmittag, glaube ich, gell, machst du Workshop? Wir sind jetzt am Samstag, am 3. Kongresstag. Heute Nachmittag machst du Workshop von der Bühne zum praktischen, therapeutischen Coaching-Kontext Body Songs. Body Songs heißt euer Buch und für die, die das Englisch mächtig singen, ist ganz klar, hier ist Body, da ist Song. Manche denken vielleicht an Bobby McFerrin dabei. Vielleicht doch nochmal, was sind Body Songs? Was stellt man sich darunter vor? Was passiert da eigentlich? So kurze Erklärung, man kann es ja im Buch genau nachlesen, aber vielleicht ein paar Ideen. Und dann, wie stellt man sich das vor? Was passiert da in klinischen Kontexten, in Coaching-Settings, wenn ihr oder du mit Body Songs arbeitet und das anbietet? Also was ist es und wie stellt man sich vor in der praktischen Umsetzung im Beratungskontext? Ja, Body Songs, wie das Wort eben von sich aus, wie du auch schon gesagt hast, das hat was mit Körper zu tun, das hat was mit Liedern zu tun. Es gehört im größeren Kontext zu dem Verständnis von uns, was wir Körpermusik nennen. Also Körpermusik ist nochmal der Überbegriff sozusagen. Und damit meinen wir, dass wir vor allem mit dem Körper Musik praktizieren, mit eben im Fall von Body Songs, mit Body Percussion auf unterschiedliche Art, mit Schnippen und Klopfen und Stampfen und mit allen möglichen Sounderzeugungen unser Spektrum eben erweitern. Das heißt, wir brauchen keinerlei Materialien, wir brauchen keine Anschaffung in der Weise, wir haben das immer keine mit dabei. Kongas. Brauchen also da, von daher sind wir sehr frei, es ist auch sehr kostengünstig sozusagen, auch das ist immer für manche Menschen auch dann auch in Institutions- oder sonstigen Kontexten, also sehr leicht anschlussfähig eben auch dann. Okay. Und was wir da tun, ist etwas, was wir auf eine natürliche Weise ohnehin tun, wenn wir bewegt sind, wenn wir ein bisschen zu unserem Körper mitlaufen lassen, sprechen lassen im Alltag, dann wippen wir, dann wippst du mit deinem Kopf, dann passiert irgendwas. Und wenn wir das fließen lassen und mitgehen lassen, das bemerken und dann bewusst einsetzen für einen bestimmten Kontext mit einer ganz bestimmten Absicht, ob jetzt im therapeutischen oder eben auch im Coaching, dann können wir mit diesen Dingen wunderbar arbeiten und können das, was uns da innerlich so fließen, bewegt, uns lebendig erleben lässt, eben dann mit in diese Kontexte einfließen lassen und können ja, die Qualitäten, die damit verbunden sind, gezielt eine Passung finden, um sie eben dann auch für gezielte Interventionen eben auch nutzen zu können. Und da ist uns auch immer wieder wichtig zu sehen, es ist mehr als ein Warm-up oder so, das geht auch so über so einen gewissen, sag ich mal, Ringelpiez mit Anfassen irgendwie hinaus, weil gerade so in der psychosomatischen, psychotherapeutischen Szene war es lang so gewesen, Lieder singen im Therapiekontext, das ist ja so, das macht man praktisch nicht irgendwie, man hat auch ganz andere Ideen und Interventionen, aber da haben wir einfach wunderbare Zugänge und es wäre einfach schade, wenn wir darauf verzichten würden. So das Leitbild, was uns da so getragen hat, war das, dass wir gemerkt haben, als wir angefangen haben zu experimentieren, dass wir eben Körperbewegung, Körpersprache mit Liedern verknüpfen,
dass es in uns selber einfach eine unglaubliche energetische Freude erzeugt hat, aber uns auch innerlich abholen kann, wenn wir auch mit schwierigeren Themen unterwegs sind. Du bist ja selber Musiker, wir kennen das, ob das im Blues ist, im Flamenco, im Fado. Das ist ja überall genau diese Gegensätzlichkeit, dass du die Phasen hast, wo der tiefe Schmerz, das tiefe Leid, die Verzweiflung, das, was uns ja das Leben schwer erträglich manchmal macht, Musik ja genau dieser formgebende, ausdrucksstarke Medium ist, um uns dieses Leidvolle eben nicht nur in uns drin zu tragen oder darüber nachzudenken, sondern es eben zu versanglichen, es zu verklanglichen, es zu versinnlichen, zu versinglichen und darauf auf die Weise eben dann in dem Ausdruck selber zu sein, aber auch dann das, was wir da drin erfahren, was ausgedrückt werden möchte, das ist ein Wort, das ist aber auch das Transverbale, Nonverbale, einfach Laute, die mit Oioioi im Jiddischen oder wie auch immer das dann sein möchte, irgendwie zum Ausdruck kommt, dass wir genau diese ganzen Verlautbarungen, wie wir das nennen, nutzen, wahrnehmen, resonieren. Und damit kann man gleich noch ein paar Worte auch sagen, nochmal so unterscheiden zwischen Body-Songs, die wir im Prozess schöpfen mit den Menschen, also ganz individuell, passgenau zusammenbringen, auch im hypnosystemischen Sinne, oder ob wir Body-Songs nehmen, wo wir jedes beliebige Lied nehmen können, es mit einer Form von Body-Percussion als rhythmischen Begleitorchester einsetzen und dann für eine bestimmte Absicht eben dann in die Arbeitsweisen reinbringen. Du hast jetzt ein wunderschönes Verb benutzt, versanglichen, das habe ich noch nie gehört, das finde ich ganz herrlich. Ja. Aber du hast ja gesagt, ich bin selber auch, mache selber Musik, jetzt ist es für mich wahrscheinlich ein bisschen einfacher, mir das so vorzustellen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Körper und Musik, sind es ja so zwei Bereiche, wo manchmal auch so ein bisschen Muffensausen ist oder Respekt oder so, gibt es da so Erfahrungen auch und wie dreht sich das, wenn die Leute dann merken, ey, wenn ich das mal mache, merke ich was, was mich sozusagen in dem Prozess voranbringt. Wie geht man damit um, dass zum Beispiel jemand sagt, singen habe ich noch nie gekonnt und mit meinem Körper machen wir wohl gleich gar nichts. Mhm. Was macht der da? Sozusagen, was stellt man sich vor, wie das passiert, was du jetzt angedeutet hast, dass plötzlich ein spontaner Song entsteht oder ein bekanntes Lied und vielleicht ein, zwei Erfahrungen mit Klientinnen und Klienten oder auch Gruppen, wo genau dieser Prozess war, dass dieser in Anführungsstrichen Widerstand sich gedreht hat. Kannst du mit was anfangen mit der Frage? Ja, sehr, sehr. Also es passt ja auch sehr gut zur Tagung hier, eben wenn wir über Scham, über Ängste und so weiter sprechen. War gerade gestern Nachmittag beim Ort in Weißen Workshop gewesen. Das war nochmal sehr inspirierend, also sehr viele Parallelen eben auch dann mit dem, was wir da, wie du es angesprochen hast, begegnen, weil Körper und Stimme ist was sehr Feines, ist was sehr Sensibles, ist was sehr Empfindsames. Und viele Menschen machen in jungen Jahren, in der Schule, in verschiedensten Kontexten und so weiter dazu Erfahrungen, haben dabei unterschiedlichste Arten von Bewertungen eben erfahren. Du kannst nicht singen, du mach nur den Mund bitte auf und zu oder ich nehme mal ganz raus aus der ganzen Geschichte. Und es wird gespeichert bei den Leuten, das ist unglaublich, also wie das tief drin sitzt bei den Menschen. Das ist also würde ich vorkommen, dass sie dann im Grunde mit dem Thema für sich in ihrem Leben abgeschlossen haben. Gleichzeitig aber dann bemerken, wenn sie jetzt in dem Fall in dem klinischen Kontext dann kommen, dann buchen sie Psychotherapie und das machen wir ja auch nicht unbedingt ganz freiwillig, sondern ich meine, da muss ja schon viel Leid und Belastung zusammenkommen, dass dieser Schritt kommt zu sagen, hey, ich brauche eine Art von Hilfe, die über den ambulanten Bereich hinausgeht und dann geht man erstmal von aus, wir reden da, wir machen Psychotherapie im klassischen Sinne und dann bei uns in Sostelios ist es eben speziell so, dann haben wir sehr einen großen Schwerpunkt mit kreativen sogenannten nonverbalen Medien. Wir arbeiten viel mit der Kunst, viel mit dem Körper und eben auch mit der Musik. Und da kommen dann Menschen rein, die natürlich erstmal respektvoll sich umschauen und denken, huiuiui, wo bin ich denn jetzt hier gelandet irgendwie, ne? Also ja. Muss das jetzt sein? Also ich brauche ja Hilfe irgendwie, ich bin ja zu vielen bereit, aber bitte lass mich. Und dann ist der wichtigste Punkt eigentlich der erste, den Menschen zu sagen, hier muss niemand singen, hier muss niemand spielen, hier muss niemand, sagen wir mal, seinen Namen tanzen, wenn wir es jetzt noch ein bisschen mit Augenzwinkern sagen oder so, was so vielleicht so Vorstellungen sind. Es ist wirklich eine Einladung, wir sagen, jedes Medium, mit dem wir arbeiten, ist ein Mittel zum Zweck, nämlich sie zu unterstützen für ihre persönlichen Prozesse. Und wenn Ihre Unterstützung ist zu respektieren, dass Sie hier keinen Ton spielen und singen, dann sind wir schon wunderbar im Geschäft miteinander. Und wenn die Leute das wirklich erfahren, dass es nicht nur
sage ich mal, ist, wo wir sie ein bisschen pacen, damit wir sie noch rumkriegen, sondern dass es wirklich gilt und sie das dann erleben und sehen, dann ist es für die schon mal eine unterschiedsbildende Erfahrung in dem Augenblick. Und dann machen wir die Erfahrung, dann werden sie eigentlich neugierig, gerade wenn sie in Gruppen auch dann sind, weil sie sehen, die anderen lassen sich ein, haben vielleicht auch ihre Bedenken gehabt, erzählen von ihrem Anfang, von ihren Sorgen und so weiter. Und dann tauen die auf, weil sie ja sehen, da finden ja tolle Prozesse statt, die sehr tief gehen, die sehr emotional, die ja eben auch, sag ich mal, das sogenannte Problemerleben sehr intensiv aktivieren, zum Teil auch im musikalischen Erleben, somit man Zugang bekommt, damit wir es dann wieder mit Lösungsmöglichkeiten und so weiter verknüpfen können letztendlich. Und darauf wollen die nicht verzichten. Also sozusagen, ich höre jetzt bei dir raus, die absolute Annahme des Respekts, genau, oder sogar der Ablehnung, sage ich jetzt mal, genau, ist schon ein Dreher. Ne? Ist schon der Dreher, also auch das als eine Kompetenz zu sehen, zu sagen, hey, da ist jemand, der sehr genau spürt, was für ihn stimmig ist und was ihm nicht stimmig ist, können wir sofort für andere Situationen nutzen. Wer ist es, wer das sehr genau bemerkt? Und wie ist eben der Unterschied, wenn das respektiert wird und damit noch mit einer neuen weiteren Bewertung wie Widerstand oder nach dem Motto, alle finden es doch toll, machen sie halt mit, Herr M. oder so irgendwie, ja. Also das ist zu bemerken, es gibt also Leute, die dann auch, keine Ahnung, 5, 6 Wochen auch dann zum Beispiel in der Therapie dabei gewesen sind, die tatsächlich keinen einzigen Ton gesungen oder gespielt haben in einer Weise, aber hinterher sagen, sie hätten nie gedacht, dass Musiktherapie auf diese Art präsent und anwesend sein ihnen so viel geben kann. Wie ist das mit Kolleginnen und Kollegen? Also zum einen, wenn ihr kooperiert miteinander und die dann gucken, was machen da Uwe, die Martina und andere da. Und der zweite Aspekt, könnte mir vorstellen, dass manche dann, wenn sie das mitkriegen, dass es tatsächlich erfolgreich ist oder einfach Prozesse in Gang bringt und das gerne selber können würden und dann vielleicht in der gleichen Situation landen zu sagen, das habe ich schon nie gemacht. Also zweiter Fragekomplex, wie lernt man das und wo? Ja, das ist unsere Kernmission sozusagen, die du ansprichst. Also wir haben die eine Kernmission, wo Menschen, die kommen, die sagen, wir könnten das nicht oder haben da halt ungünstige Erfahrungen gemacht, die wirklich so also einzuladen mit Produktinformationen, mit einem respektvollen Umgang und so weiter. Und das habe ich jetzt gerade eben, um das noch vielleicht zu ergänzen irgendwie. Ja, ja. Viele haben das dann ausprobiert und haben gesehen, hey, wow, es ist ein sicherer Rahmen, sie fühlen sich da gewürdigt und so weiter und erleben dann, dass tatsächlich sie selber eine aktive Beteiligung in Musik dabei sein können, sagen, dass sie das noch erleben dürfen, also wirklich mit Tränen auch in den Augen, mit der tiefen Dankbarkeit verbunden, dass es also eine andere Sorte gibt, wie man Musik in der Gemeinschaft eben so praktizieren kann, dass es hilfreich ist, dass es gemeinschaftsfördernd ist, wo sie sich selber beteiligen kann. Und die Schwelle für Kollegen ist damit unähnlich, sagen wir mal. Ja, also, weil gut, wir haben dann diese sogenannten Fachkollegen, sagen wir jetzt Musiktherapeuten, Musikpädagogen oder Künstler, die sich zu uns verirren, manchmal auch daneben auch dann. Aber auch die sind ja gerade in der Musikwelt, das ist ja so hoch besetzt eben auch dann. Also die Vorstellung, wie gut sie sein müssen, an wem sie sich messen, wie sie sich vergleichen. Und die Leute glauben mir auf der einen Seite immer, sie müssten das dann sofort können, weil das so einfach aussieht. Also wenn ich jetzt sagen würde, wir machen ein Bru-Kli-Schnee, das sind so Body Percussion-Abkürzungen irgendwie, das sind Koordinationsbewegungen, die macht ja kein Mensch im Alltag erstmal. Also woher sollen sie es können? Trotzdem gibt es innerlich ein Abbild von, das sieht so einfach aus, das ist so groovy. Also die Vorstellung darüber, wie schnell sie das umsetzen müssen oder wenn sie rausfliegen, eben auch aus diesen Koordinationsgeschichten, da kommen die genauso mit den Themen Leistung, Scham, ich kann's nicht und sozusagen durchaus in Berührung. Aber auch da wiederum ist die gute Nachricht letztendlich, dass wir das ja so aufbauen, die ganze Kiste, dass wir ganz langsam die einzelnen Schritte, das war sehr gestern Abend warst du da gewesen bei Music Works, das war perfekt, die haben mit Body Percussion angefangen mit 350 Leuten, das war so eine gute Stimmung gewesen. Und wenn du das entsprechend langsam aufbaust, in kleine machbare Schritte sozusagen rüberbringst, dann ist es im Grunde Kindergarten für Erwachsene auf eine Art, ja? Weil du dann Möglichkeiten hast mit einfachen Bewegungsformen, die sich wiederholen. Also die Komplexität wird reduziert, wir wiederholen es endlos und dann kommst du rein. Und selbst wenn du kurz mal rausfliegst zwischendurch, kommst du schnell wieder zurück und hast die Chance auf der Ebene des Umgangs mit sogenannten Fehlerfreundlichkeit, mit inneren Kritikern und so weiter, bist du ja sofort wieder in allen relevanten Themen,
die dir ständig im laufenden Band im Leben irgendwie passieren. Weil das, was da in der Musik passiert, ob das jetzt der Kollege ist oder der Klient, passiert ihm ja draußen im Leben genauso jederzeit. Weil das, was wir tun, ist ja nur eine Erlebnis, eine Projektionsbühne für Möglichkeiten, wie wir einen Umgang finden, wie wir reagieren auf Situationen, wie wir aus welchem Raum heraus der Situation begegnen und so weiter. Und darum geht es ja letztendlich. Es geht ja nicht darum, dass wir performen und Kunst machen wollen, um dann, sage ich mal, auf die Bühne zu gehen. Kann man auch, ist wunderbar, gibt es ganz, ganz tolle Sachen und so. Aber in unserem therapeutisch-pädagogischen Coaching-Raum, da geht es ja darum, dass wir die Leute nicht abhängen. Also wir spielen eben kein Badminton, sondern wir spielen Federball. Wir spielen das so, dass wir ein Miteinander-Erlebnis haben und die freudvollen Komponenten, die da stattfinden, für jeder Mensch zugänglich ist, dass eine soziale Verbundenheit entsteht, das Gemeinschaftserleben, das Sicherheitserleben mit da sein kann und wir all diese positiven Effekte eben fürs Therapeutische nutzen können. Dann auch wieder für Vertrauen versus Angst, wenn wir wieder beim Thema hier auf dem Kongress eben auch dann, dass Menschen die Erfahrung machen können und sehen, hey wow, wenn ich also in dem Tempo, in der Komplexitätsreduktion, in dieser Überschaubarkeit und Wiederholung von musikalischen Elementen nicht beteiligen kann, dann zieht es mich rein. Und das ist das, was wir bemerkt haben. Also als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, die Menschen, egal wo sie herkommen, ob es Kollegen sind oder eben Klienten, die zieht es richtig rein, es zieht ihnen die Mundwinkel auseinander und wir haben das Leuchten in den Augen gesehen und haben gesagt, wow, das ist so interessant und das wollen wir weiter erforschen und deswegen sind wir auch hier letztendlich dann, um zu sagen, oder haben wir auch dieses Buch geschrieben, ja, um zu sagen, da wollen wir den Leuten Mut machen, wollen sagen, hey Leute, das ist machbar, das ist anschlussfähig in den unterschiedlichsten Arbeitskontexten, weil meistens ist eben Musik damit verbunden, man kann es oder man kann es nicht oder man muss also jahrelang üben und also Semester haben und sonst irgendwie, also ganz, ganz, ganz schwierig, ganz hoch angesiedelt in der Vorstellung, wir fahren es wirklich richtig, richtig runter, so wie wir es gestern auf der Bühne erlebt haben. Mhm. Eigentlich haben wir es auch gehabt im Auer Verlag davon. Mhm. Es ist ganz ähnlich, dass wir mit den Elementen nicht nur, aber auch arbeiten, wie wenn wir im Konzert heutzutage interaktiv eingeladen werden, bestimmte Bewegungen mitzumachen, dass wir runtergehen, dass wir wieder hochgehen. Das war eben, Vivo Rakio ist sozusagen ja in unserem kollektiven Bewusstsein, sage ich mal, die Urgeschichte eines kollektiven Bodysongs. Und die Geschichte ist eben die, dass die Band schon extrem erfolgreich war und noch intensiver, noch näher, noch dichter energetischer mit dem Publikum verbunden sein wollte. Und da haben wir so lang dran an diesem einfachen Dum-Dum-Duck gearbeitet, ja. Und alle Menschen haben das sofort verstanden. Da muss niemand 1, 2, 3 einzählen oder sonst irgendwas. Es geht sofort aufs Stammhirn in dem Augenblick und die Leute also können auf einem anderen Kanal im Grunde sofort dabei sein. Eben. Also es sind Instant-Momente, es wirkt auf der Neuroebene und so weiter. Die Bewegungen haben viel Stimulationselemente, kann man dann wieder verknüpfen, eben auch damit Sachen wie PEP und andere Sachen und so weiter, mit Tapping und so. Bilaterale Stimulation kann man es ganz gezielt mit einsetzen. Eben. Ja, da haben wir aber eine Menge Möglichkeiten. Ich habe jetzt noch eine Frage, wo es vielleicht auch unterschiedliche Verläufe oder Fortsetzungen gibt. Bei mir mit poetischem Denken, wenn man mit Haikus arbeitet, dann mit dritter Person, für manche Leute ist das ein klasse Prozess und dann verstanden es wieder, ist auch nicht schlimm. Ja. Und für manche verstetigt sich das. Wie ist denn da so eine Erfahrung? Gibt es da manchmal so Rückmeldungen von Klientinnen und Klienten, die man, was weiß ich, nach 3 Jahren wieder trifft, die sagen, ich mache immer noch, jeden Tag. Ich singe, ich mache Bodysongs, das hat sich für mich verstetigt, begleitet mich durch ein selbstwirksameres Leben. Gibt es da so Erfahrungen und auch Unterschiede, wie sich das verstetigt in den Lebensverläufen der Klientinnen, die bei euch waren oder mit euch gearbeitet haben? Ja, da lässt sich auch was dazu sagen. Also wir haben die Momente, wenn wir also sogenannte prozessorientierte Bodysongs für die Menschen schöpfen. Das kann für den Moment sein. Wenn wir in den Therapieverläufen drin sein, das nennen wir dann Pusteblumen-Bodysongs, das heißt, die kommen und die vergehen eben in dem Moment auch wieder. Dann natürlich auch im Episodengedächtnis werden sie irgendwo verankert und so weiter. Und dann haben wir dann eben auch dann in dieser Forschungsreise entdeckt, hey wow, das ist ja hochinteressant, weil Rhythmus hat so eine enorme Möglichkeit, dass wir Dinge memorieren können. Sobald wir was mit rhythmischen, einfachen Elementen verbinden, können wir Inhalte sofort wieder abrufen. Ja?
Und dann haben wir gesehen, gerade auch wieder jetzt hier Kontext Trauma haben wir jetzt nicht, aber Angst, Phobie und so weiter, aber auch bei Traumathemen eben dann, dass wir den Leuten Werkzeuge an die Hand geben können, die sie für gewünschtes Erleben so etablieren können, dass es anhaltend, nachhaltig auch von Schritt und Schritt zur Verfügung steht. Und es sind zwei Ebenen, die wir beobachten. Das eine ist, es braucht eine gewisse Übung und Praxis dann. Das heißt, unsere Aufgabe ist auch, dass wir ein bisschen Selbstmanagement mit den Leuten, dass wir ihnen da also Werkzeuge, Möglichkeiten an die Hand geben, dass wir sie begleiten, dass wir dranbleiben und sie fragen, und wie läuft's über eine Woche, gerade im klinischen Kontext kann man gut dranbleiben. Aber auch mit Leuten, die dann gegangen sind, denen wir dann die Möglichkeit gegeben haben, so in gewissen Wochenabständen nachzufragen, ob sie ihren Bodysong noch praktizieren und welche Erfahrungen sie dabei machen. Ja. Und da haben wir also durchweg die Rückmeldung bekommen, dass es ganz viele Leute gibt, die sind dran geblieben. Und der Gag, der dann sich einstellt, ist ja wie bei anderen Dingen auch mal, wo wir dann ja mit übenden Verfahren arbeiten, dass die Sachen sich von alleine einstellen. Also sozusagen die innere Play-Taste des Unwillkürlichen geht von alleine sozusagen an, in einer Situation, die auch schwierig und herausfordernd sein kann. Dieser Bodysong wird innerlich quasi aufgerufen und es ist wie eine Parallelwelt, die entsteht. Also unser Bewusstsein wird auf eine günstige, positive Weise stimuliert. Die ganzen Belohnungssysteme von Musik spielen eine große Rolle damit. Und wenn man so dann auch das Ball, das Bild nimmt, eben dann, keine Ahnung, wenn wir versuchen, die Dinge wegzudrücken, wir werden sie nicht los, wollen sie den Wasserball runterdrücken. Das machen wir natürlich nicht, weil es natürlich nicht erfolgreich ist. Aber mit der Musik legen wir ganz viele neue Wasserbälle drumherum, von anderer Sorte und anderer Geschmacksrichtung, wo unsere Aufmerksamkeit hingehen kann und wo dann dieser schwierige Wasserball im Grunde mehr oder weniger mehr in den Hintergrund treten kann und seine beängstigende, tunnelvereinnahmende Weise eben dann nicht in dem Maße weiterentwickeln kann. Also wir entwickeln wie ein zweites Kino in dem Augenblick. Und die Leute, die es praktizieren und tun, sagen, wow, es funktioniert. Es haut total hin, es geht bis dahin. Also haben wir mal einen Richter gehabt, irgendwie, der irgendwann so enorme Konzentrationsschwierigkeiten hatte, so aus verschiedenen Belastungssituationen raus. Der hat so ganz einfach mit seinem Fingertap rechts, links einfach dann, weil er da gesessen hat, innerlich, mein Vater war ein Wandersmann gesungen sozusagen. Es war sein Bodysong. Es können also ganz einfache, scheinbar banale Dinge sein wie, oder andere, wenn es um Angst, Autoritätsthemen gegangen sind, die haben dann innerlich Pippi Langstrumpf am Laufen, machen ein Mini-Tapping, ein unsichtbares in sozialen Kontexten, sodass sie es überhaupt nicht mehr mitkriegen, das läuft parallel ab. Also ich könnte auch jetzt parallel, wenn ich dir erzähle, könnte ich sofort und ich könnte dich einladen, komm, lass mal, keine Ahnung, lass einen guten Song von Bob Marley kurz innerlich laufen bei dir und du könntest es aktivieren, wenn du das gezielt einsetzt. Und dann nehmen wir Einfluss auf Situationen. Und darum geht es ja im therapeutischen Kontext letztendlich, dass wir Einfluss nehmen können, dass wir aus diesem Erleben der Kontrolllosigkeit, der Ohnmacht, der nicht mehr steuern können, weil wir haben es ja immer mit Menschen zu tun, die extrem hochkompetent ein ganzes Leben schon sind, dann aber durch unterschiedliche Arten von Belastungen plötzlich dann mit Dingen konfrontiert sind, wo sie sagen, hey, ich erkenne mich nicht wieder. Und da kann Musik jetzt wirklich einen wichtigen Beitrag mit reinliefern, so wie wir das über Atemtechniken, über Körpertechniken, über andere Möglichkeiten jetzt schon länger kennen. Auch in unserer Szene wollen wir einfach da gerne einen Beitrag zur Verfügung stellen und sagen, Leute, hey, da gibt's noch was irgendwie. Mit Musik haben wir auch wunderbare Zugriffsmöglichkeiten und können wieder in Selbstwirksamkeit kommen. Und ja, das ist einfach für uns. Aber auch das geht auch das Interessante, das geht auch über das Therapeutische hinaus dann. Ja, das ist für mich genauso im Alltag, das ist für Resilienzsituationen, gibt es ein schönes Beispiel eben auch dann gerade mit Tapping und so weiter, wo in Ruanda eben auch dann nach dieser ganzen Bürgerkriegsgeschichte und so weiter dann Leute dann mit Kindern, mit Jugendlichen gearbeitet haben, mit Bodysongs, mit Tapping und so weiter, um Dinge zu verarbeiten, in Sicherheit, Vertrauen, Gemeinschaft, Selbstbewusstsein wieder stärken und nähren zu können. Also es ist dann nahtlos der Übergang zwischen dem Therapeutischen und der Alltagsgeschichte. Ich bin jetzt noch überzeugter, als ich es vorhin schon war. Und wenn ich dir zuhöre, grooves schon. Ich danke dir sehr für die Zeit. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder begegnen in der Systelios und sonst wo. Und wünsche euch und dem Buch natürlich gute Wege. Und vor allen Dingen wünsche ich dir einen super Workshop und Nachmittag. Ja, danke schön. Ich beneide alle, die drin sind. Ich werde keine Zeit haben, aber ich beneide sie jetzt schon. Toll, dass du da warst, Uwe. Vielen Dank. Ja, und wir werden Spaß haben. Und das ist vielleicht auch vielleicht der Schlusssatz irgendwie von meiner Seite. Es darf Spaß machen in der Therapie. Und es ist trotzdem tiefenwirksam. Es schließt sich nicht aus.
Sehr gut, das war ein sehr gutes Schlusswort. Ja, danke. Und hat eine gute Wirkung eben auch dann für den Therapeuten, koregulativ, dass bis all den belastenden Themen, mit denen wir immer unterwegs sind, dass wir da ein Werkzeug haben, das auf eine andere Weise auch dann mit in die Beziehung und in den Augenblick, auch im Sinne von Psychohygiene gleichzeitig gut mit reinwirken kann. Super. My heart is booming. Danke dir. Gerne. Der Hypnotalk bei der MEG-Jahrestagung 2023 in Kassel von der Milton Erickson Gesellschaft und von Karl Auer. Alle Hypnotalk-Videos könnt ihr hier schauen. Hier seht ihr weitere Videos aus dem Karl Auer-Programm. Und hier könnt ihr alles abonnieren.